Explain It erklärt. Das Internet der Dinge. Das ist eine Waschmaschine. Bei näherem Hinsehen ist ihr Leben recht monoton. Doch das wird sich bald ändern, wenn sie mit dem Internet verbunden ist. Dann wird sie zu einem intelligenten Gegenstand und kann mit uns und anderen Gegenständen über das Internet kommunizieren. Sie gibt uns über das Smartphone Bescheid, wann die Wäsche aufgehängt werden kann oder schaltet sich erst dann ein, wenn der Strom am günstigsten ist. Doch nicht nur die Waschmaschine wird intelligent. Auch das Elektroauto, das uns den Weg zu dem nächsten freien Parkplatz zeigt. Das Smart House, das sich automatisch abschließt, wenn wir außer Haus gehen. Oder die Stadt, in der sich in Zukunft Straßenlaternen selbst dimmen, wenn niemand in der Nähe ist. Das Ziel des Internet der Dinge ist es, die reale Welt mit der virtuellen zu vereinen, um sie sicherer, einfacher und ökonomischer zu machen. Und das ist keine Zukunftsmusik mehr. Dank Technologien wie zum Beispiel RFID, also der Radio Frequency Identification. Diese Technologie besteht aus einem winzigen RFID-Chip, der einen Code enthält und in oder an Gegenständen angebracht wird. Dieser Code gibt den Dingen eine eigene Identität, ein Gedächtnis, die Fähigkeit, Entscheidungen zu treffen und durch die Kommunikation untereinander eine Schwarmintelligenz zu entwickeln. Also, durch das Internet der Dinge können Gegenstände identifiziert und lokalisiert werden und sich laufend selbst Daten aus ihrer Umwelt beschaffen, um intelligent handeln zu können. Doch was würde passieren, wenn alle Gegenstände unserer Welt plötzlich intelligent wären? Das Internet der Dinge beeinflusst nicht nur unseren Alltag, sondern auch unsere Arbeitswelt. In der Logistik zum Beispiel werden durch intelligente Pakete, die selbst ihren Weg zum Ziel finden und Informationen über ihren Versandweg senden, heute schon einige Arbeitsplätze überflüssig. Und wie sieht es eigentlich mit der Sicherheit unserer Daten aus? Was passiert, wenn eines der intelligenten Gegenstände über unsere Essgewohnheiten, unsere sportliche Untätigkeit und unser Konsumverhalten auspackt? Und wollen wir wirklich von den Gegenständen unserer Welt ständig analysiert und optimiert werden? Also, unsere Intelligenzbestie wird uns das Leben vereinfachen. Aber eins sollten nur wir wissen: wo der Ausschalter ist.